Herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir sind Slenderman Samara begegnet, der Mann, der aus dem Fernsehen kam. Der hat uns unsere Begleiterin abgemopst und wir haben jetzt, ich vermute mal, die Mission, sie wieder zu retten. Beim letzten Mal sind wir hier sehr ungeschickt in das Loch gefallen, das wird diesmal nicht passieren. Wir gehen jetzt wohl von einem Fernseher zum anderen. Und schauen uns mal an, wo uns das Ganze hinbringt. Zu zweit wäre es deutlich einfacher. Ich habe die Vermutung, ich muss jetzt da dran springen und dann darüber schwenken. Vielleicht auch nicht. Ich kann da unten gar nicht dran. Was passiert, wenn ich denn ganz oben hinfahre? Einfach mal ausprobieren. Nix, er ist oben. Kann ich vielleicht einfach die Tür hier rein? Ich weiß es ganz genau. Jetzt gehe ich nämlich wieder in den Fernseher und komme dann da oben raus. Haha! Ich bin ein Fuchs. Da, so einfach ist das Ganze hier. So, noch unbeschadet da hochklettern und gucken, was sich im nächsten Haus befindet. Wohl nicht viel, denn wir gehen auch schon wieder raus. Das Ding bricht durch. Nein. Ich habe gedacht, mit dem Knacks in der Mitte bricht es durch. Jetzt muss ich aber da dran springen und rüberschwingen. Das funktioniert stellenweise nicht so, wie ich es gerne hätte. Okay, jetzt. Naja, der Checkpoint war zum Glück nicht weit weg. Kann ich auch einfach drüber, ja. Dann muss ich halt auf das Dach. Da kann auch nichts Dummes passieren. Und hier ins Fenster rein, rüber ins nächste Gebäude. Was haben wir da? Wieder einen Fernseher. Okay, jetzt habe ich wohl noch die Kontrolle. Über diverse Fernsehgeräte. Wo geht's da links lang? Ist das eine Post? Eine neue Mütze. Ich bin jetzt ein Postmann. Ich will ja gar nicht wissen, wie viele ich schon übersehen habe, ne? Okay, da sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber der gelbe Regen Mützendingens
ist ein bisschen zu 0815. Das hat die andere schon an. Wir wollen uns ja ein bisschen von der Masse abheben. Da ist wieder ein Fernseher. Und wir sind wieder hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, ich meine, man muss ja ausprobieren. Nur weil ich mir das gedacht habe, heißt ja noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Also, das heißt vermutlich, ich muss vorher noch irgendwas anderes machen. Nein, wollte ich gar nicht. Ganz schön Wagen verschieben. Ich schätze mal, ich brauche den, um darüber zu kommen. Die Frage ist nur, wie komme ich überhaupt erst dahin? Ich muss doch an die Laterne springen. Wetten, ich bin nur vom falschen Punkt aus abgesprungen. Aber ist ja auch egal, ich muss ja auch sowieso darunter. Also ich habe jetzt so gesehen nichts falsch gemacht. Das sieht doch gut aus. Das war's mit der Post und schon geht's weiter ins nächste Gebäude. Okay, ich habe die Mechanik verstanden. Na, ich glaube, die Schranktür da oben ist mit Absicht offen. Obwohl. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Kann ich einfach rein? Nein, habe ich mir auch gedacht, aber man muss es ja mal ausprobieren. So. Das heißt, draußen den Fernseher anmachen, hier den Fernseher ausmachen, um die wegzulocken, dann anmachen und schnell dadurch. Ich glaube, ich muss auch gar nicht da hoch. Ich glaube, ich kann das von hier aus machen. Ja. Ah, okay, die steht jetzt einfach da. Alter, bist du hässlich. Naja. Kann sie auch nichts dafür. Ich weiß ja nicht. Ich will uns das Spiel eine Botschaft mitgeben. Was zu viel Fernsehen aus uns macht. Wer weiß, vielleicht. Okay, und da geht's gerade so weiter.
Irgendwie töten wir ganz schön viele Leute in dem Spiel. Oha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, obwohl es eigentlich abzusehen war. Okay, nächstes Haus. Boah. Und weiter geht's. Ja. Oh, da steht einer. Da stehen zwei, da stehen drei. Beten die den Fernsehturm an oder sowas in der Art? Boah, hör doch auf mit sowas. Gerade sagen, springt der nicht? Ach ja, wäre ich da jetzt reingegangen, wäre ich da rausgefallen. Aber vielleicht muss das auch passieren. Ne, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ah, muss ich den runterschieben, dass der woanders hin zeigt. So, jetzt machen wir das Ganze nämlich mal so. Aha. Bevor ich den Schalter da hinten umlege, will ich mich erstmal umgucken. Hier will wohl unbedingt einer hier rein. Okay, ich hab verstanden. Jetzt habe ich kurz Zeit. Und jetzt muss ich den Elektro schocken. Warum zur Hölle machen wir denn? Naja, na, was heißt warum? Die wollen uns ja auch nichts Gutes tun, aber... Bevor ich da reingehe, will ich erstmal... erstmal umgucken. Da wäre ich nämlich da drin. Ah ne, ich muss erstmal hier unten anmachen, um da landen zu können. Habe ich doch richtig gesehen, da ist eine Hand hinter. Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber das liegt so offensichtlich da. Okay.
Ich habe gedacht, da kann man irgendwas machen. Ich meine, vielleicht kann man irgendwann noch irgendwas machen. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder hoch? Ah. Ja, natürlich. Ich muss jetzt irgendwie wieder hochkommen, um in den Fernseher reinzugehen. Dann wird die Hand jetzt vielleicht doch nochmal relevant. Komm schon, ich kann doch das Paket nicht umsonst dahin schieben. Kann ich den Brief aufheben? Der da vorne dran liegt. Ist hier vielleicht irgendwas, was für den interessant sein könnte? Auf den ersten Blick nicht. Ach, ich bin so ein Vollidiot. Entschuldigung, die Hand hat mich so irritiert, dass ich überhaupt nicht weitergedacht habe, dass irgendwas anderes noch eine Lösung sein könnte. Ja. Reden wir nicht mehr drüber. Aber trotzdem würde es mich schon interessieren, ob man die Hand mit irgendwas triggern kann. So, und jetzt bin ich hier. Aber was bringt mir das? Hier ist doch nur wieder der Wäscheschacht. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich nichts Neues erreicht. Ich habe eine Idee. Ich habe es eben schon so seltsam vor, dass er so langsam fährt. Hilft mir halt auch nicht weiter.
jetzt irgendwie in diesem Zwischenstock raus. Wie kann ich das machen? Also ich muss auf jeden Fall oben auf den... Fast. Ich glaube so. Probieren wir es nochmal. Nein. Funktioniert nicht. Der fällt hin nach dem Sprung. Und dann kann ich halt loslaufen. Brauche ich vielleicht irgendwas von hier oben, was ich da runterwerfen kann? Vielleicht wird die Hand am Briefkasten ja doch nochmal relevant. Da war ich einfach nur zu langsam. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine neue Idee. Jetzt bin ich nämlich auch da drauf, ohne so tief zu fallen. Und schon bin ich hier. Wo führt uns dieser Schacht jetzt hin? Okay, das sollte wohl nicht passieren. Okay, ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss. Wie es an diesem Punkt weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Little Nightmares 2 oder anderen Horrorspielen oder anderen lustigen Spielen sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Folge in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.